Bei mir gibt es jetzt kleine Tarts, was aber nicht heißt, dass man bescheidener werden muss, weil man kann ja zwei Stück essen. Diese kleinen Tartlets-Formen habe ich euch ja schon mal gezeigt und die liegen nicht im Schrank rum, weil man da immer wieder leckere Sachen mitmachen kann. So wie jetzt. Jetzt gibt es bei mir kleine Tartlets mit einer Kaffeeschokoladenfüllung. Das wird richtig lecker. Die werden nachher noch mit braunem Zucker bestreut und karamellisiert. Das schmeckt richtig gut. Und ich mache da einen Kneteig für. Und für diesen brauche ich 200 Gramm Mehl, 70 Gramm Puderzucker, ein Ei und 125 Gramm salzige Butter. Und weil das so wenig Zutaten sind und ein Kneteig ganz schnell zusammengeknetet ist, da brauche ich gar nicht meine Küchenmaschine. Ich mache mir das alles in der Schüssel zusammen und verknete mir den. Werde ihn noch eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen, in Frischhaltefolie packen. Und in dieser Zeit werde ich meine Füllung fertig machen. Und dann erzähle ich euch auch, was ich da für leckere Zutaten für brauche. Für meine Kaffeeschokoladenfüllung brauche ich 100 Milliliter Milch, 150 Gramm Sahne, 1 Esslöffel löslichen Kaffee, 100 Gramm weiße Schokolade, ein Ei und ein Eigelb. Und als erstes werde ich die Sahne und die Milch aufkochen und dann kommt der Kaffee und die Schokolade dazu. Und die Masse lasse ich dann immer schön umrühren, bis die Schokolade sich geschmolzen hat. Und dann lasse ich die Masse erstmal abkühlen, bevor ich die Eier dazu gebe. Und bevor ich jetzt meinen Teig aus dem Kühlschrank holen kann, werde ich eben noch die Tartlets einfetten. So, erstmal aufkochen. Meinen gut durchgekühlten Kneteig habe ich jetzt einmal schön durchgeknetet und jetzt kann ich mir den ausrollen, so dass ich mir dann die Tartlets damit füllen kann. So, der ist richtig schön geschmeidig und das ist natürlich eine schöne Kombination mit der salzigen Butter. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das schmeckt nämlich richtig lecker. Immer ein bisschen Mehl unter den Teig, damit er an der Arbeitsfläche nicht anklebt. So. Und die Tartlettformen, die sind 10 cm. Und wenn ihr die ausstechen möchtet, dann nehmt einen etwas größeren Ausstecher, so von 12 cm. Ihr könnt aber auch einfach mit einem Roller euch das hier drauflegen und einfach so ausrollen. Und dann wird einfach der Teig in die Form gelegt. So, schön ein bisschen runterdrücken und oben den Rand einfach abdrücken. Und weil der Teig jetzt blind gebacken werden muss, lege ich mir da Backpapier rein. Das habe ich mir jetzt schon zurechtgeschnitten in schöne Kreise, damit ich das hier reinlegen kann. Und dann kommen da Erbsen rein. Ihr könnt Hülsenfrüchte nehmen nach Wahl. Und ich bewahre meine Hülsenfrüchte zum Blindbacken immer auf, weil man die bestimmt so viermal benutzen kann. Da muss man nicht immer neue Erbsen kaufen. Ich nehme da ganz gerne Erbsen für. Und die werde ich jetzt einfach hier reinlegen, einfach damit der Teig nicht hochkommt. Und genauso fülle ich jetzt die anderen Förmchen auch. Und den Backofen habe ich vorgeheizt auf 200 Grad. Da gehen die jetzt rein für eine Viertelstunde. Dann nehme ich die Erbsen und das Backpapier wieder raus und dann dürfen die nochmal 10 Minuten backen, bevor die Füllung da reinkommt. Und ihr, wie ihr seht, mein Ei und mein Eigelb stehen hier noch, weil meine Masse einfach noch zu heiß ist, um die Eier da unterzurühren. Da warte ich noch 5 Minuten und rühre die dann unter. Und jetzt mache ich erstmal alle fertig, schmeiße die in den Backofen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.
Meine Tartlets sind jetzt erstmal vorgebacken. Die waren ja mit den Erbsen 15 Minuten im Backofen. Und dann habe ich die Erbsen rausgenommen und hier wieder reingegeben, weil die kann ich das nächste Mal wieder benutzen. Und dann haben die nochmal 10 Minuten gebacken. Und jetzt kann ich die schon mit der Schokoladen-Kaffeesahne füllen. Da ist ja Ei drin, das stoppt dann gleich. Die kommen ja nochmal in den Backofen. Und zwar habe ich den schon runtergestellt auf 120 Grad. Und da backen die jetzt noch mal eine halbe Stunde. Dann lasse ich die kurz auskühlen, stelle die in den Kühlschrank und dann kann da schon der braune Zucker drüber und dann können die karamellisiert und schön angerichtet werden. Meine kleinen Kaffee-Schokoladentörtchen sind jetzt fertig, schön durchgekühlt. Die waren jetzt 2 Stunden im Kühlschrank und ich überlege schon die ganze Zeit, welches Törtchen nehme ich denn zuerst? Und ich glaube, ich entscheide mich für das. Und ihr könnt es ganz wunderbar jetzt einfach aus der Form rausnehmen und auf einen Teller setzen und anrichten mache ich hier oben. Und dann darf ich euch direkt mal mein neues Kaffeeservice zeigen. Ist das süß? Das habe ich von meinen Rotzlöffeln. Ich kann euch das leider nicht in der Infobox verlinken, weil ich weiß ja nicht, wo das her ist. Und fragen tut man ja auch nicht. Ich habe mich da wirklich riesig drüber gefreut, weil ich finde das total süß. So, und jetzt gebe ich auf meine schönen Törtchen einfach ein bisschen braunen Zucker, damit die noch ein bisschen karamellisiert werden können. Könnt ihr jetzt bis ganz an den Rand machen oder nur in der Mitte. Und ich habe so einen ganz kleinen Brenner, wenn man den überhaupt Brenner nennen kann. Aber ich finde, der reicht immer für den Küchenbedarf, den man zu Hause hat, reicht der völlig aus. Und dann wird der Zucker so ein bisschen karamellisiert. Das sieht nicht nur schön aus, das schmeckt total lecker. So, dann habe ich noch zur Dekoration ein bisschen geraspelte Schokolade. Die gebe ich noch mit hier drauf. Und Mokkaböhnchen, wenn ihr die zu Hause habt, dann könnt ihr die ja doch mit da drauflegen. Da weiß man so ungefähr, was einen erwartet. Finde ich ganz schön. Und natürlich darf ein bisschen Sahne nicht fehlen zum Kaffee. So. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Auch hier kann noch ein Kaffeeböhnchen drauf und dann sieht das richtig süß aus. Eine Gabel dazu und dann kann diese Leckerei schon angerichtet werden. Wir werden uns jetzt noch einen leckeren Kaffee dazu kochen und das jetzt genießen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Bis dahin, eure Bea.